Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Matze für Maxi-Happy. Wir machen heute noch weiter unsere Ernte. Aber wir hatten ja im letzten Part ein neues Gerät geholt und das werden wir uns zeitnah auch in Gange bringen. Denn wir müssen ja auch noch ein bisschen was schaffen und daher heißt es, wir werden uns noch mal ein bisschen um unseren Stall kümmern. Dass wir da weiterkommen und erstmal unsere Drescher leer machen, dass wir hier wenigstens auf Tour kommen. So, dass wir wenigstens hier unsere Flächen noch runterbekommen und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Dass wir mit dem weitermachen können. Dann müssen wir mal schnell unseren Händler freiräumen. Oder, ja, können wir ja sagen, Händler. Den Händler freiräumen, dass wir da ein bisschen mehr Platz kriegen für die anderen neuen Techniken. Die ich noch vorhabe zu besorgen. Also lasst euch überraschen, was hier noch auftaucht. Auf den Hof. Aber nun heißt es erstmal hier noch den abtanken und den anderen noch ein bisschen was wegnehmen, so dass das hier es hier weitergeht mit der Ernte. So, dann machen wir uns erstmal den hier noch voll, dann müssen wir uns noch zeitnah in den Traktor holen. Den wir auch noch brauchen, deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen, dass wir den Weizen noch wegbekommen und daher heißt es, ein bisschen ordentlich arbeiten. Und daher schmeißen wir uns erstmal die Fuhre voll. Wenn wir sie endlich mal voll bekommen. Und er ist alle. Dann nehmen wir uns die letzten 3 Kubikmeter noch aus denen raus. Dass der weitermachen kann, noch ein bisschen was machen kann. In der Hoffnung, dass er ein bisschen arbeitet. Und wir die Ecke noch frei kriegen. Deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen, dass wir hier auf den grünen Zweig kommen. Und dann den Schwung erstmal Richtung Hof fahren. So, dass der hier auch gleich losmachen kann. Aber wir haben auch gleich die Fuhre voll. Und daher düsen wir gleich mal am Hof vorbei. Und füttern unsere Kühe. Aber wir müssen dann wirklich mal um das Stroh kümmern. Also werden wir uns erstmal den Hänger ranholen und dann den Traktor heute noch. Und dann wollen wir heute noch den Weidemann ausprobieren, unseren neuen Stallmaschinchen. Dass wir da ein bisschen weiter hinkommen. Somit haben wir auch noch ein bisschen was erreicht heute. Ist zwar nicht viel, aber etwas. Also lasst euch überraschen, was da noch alles so abgeht hier auf der Karte. Also düsen wir mal schnell mit den Schwunken noch zum Lager, dass wir da noch den Hänger runterkriegen. So dass wir wenigstens zeitnah noch die Ecken wegbekommen. Aber dann heißt es auch endlich mal einen Stall aufräumen. Und dann wahrscheinlich noch das Silo hochschieben, dass wir hier wenigstens noch ein bisschen was erreicht kriegen. Dass unsere besten. Wieso wird er eben blockiert? Unsere Kühe. Die hatten mal ihre 5 Minuten gehabt. Aber jetzt gucken wir gleich mal, wer hier blockiert wird. Eigentlich gar keiner. Daher werden wir uns gleich weiterfahren und dich noch zur Seite stellen, dass wir wenigstens hier. Na gut, der nächste ist auch schon mal voll, das ist ja wieder mal in Wonne. Aber wir werden uns heute erstmal uns um unseren Stall kümmern, da wir noch ein bisschen was zu schaffen haben. Werden wir uns erstmal gleich mal um unseren Stall kümmern, dass wir hier wenigstens noch ein bisschen was in die Gänge kriegen. Und daher heißt es Abmarsch in den Stall und unsere Fuhren endlich mal unseren Stall sauber gemacht, dass wir auch zeitnah noch Stroh ankriegen. Genügend Vorrat haben wir ja. Alles heißt, dass man schnell runtergekippt. Und in Zwischenzeit können wir die Helfer stehen lassen. Dann der nächste ist auch schon mal fast voll und der erste ist voll. Und das wird jetzt auch gleich voll. Daher werden wir uns nachher noch unseren Spaß haben. Aber erstmal heißt es Stall. Dass wir unseren Stall machen können. Deshalb kümmern wir dich gleich mal ein bisschen runter.
So, und machen jetzt unseren Stall schnell mal sauber. Dann geben wir unseren Tier schnell mal ein bisschen was zum Fressen. In der Hoffnung, dass wir das erwischen. Jetzt haben wir sie erst unten. Und kippen die noch ein bisschen ab. In der Hoffnung, dass wir endlich mal unsere Schaufel voll bekommen. So voll ist sie. Dann werden wir so schnell unsere Kühe füttern damit. Das ist halt Kleen und Wendig, der kleine Weidemann. Unsere Kühe werden auch glücklich damit. In der Hoffnung, dass wir uns dann noch ein bisschen Milch geben. In der Hoffnung, dass wir hier noch ein bisschen was schaffen. Unseren Stall endlich mal sauber bekommen. Und daher heißt es, dass wir mal schnell ein bisschen Stall machen. Dass wir hier wenigstens unseren Stall wenigstens. Jo, kriegst du ja schon. Ich bin ja schon am Arbeiten. Ihr kriegt auch gleich demnächst noch ein bisschen Stroh. Dass ihr einen sauberen Stall habt. Dass ihr uns ein bisschen Mist machen könnt. Besten. Werden wir uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir dich erstmal sauber kriegen. Dass demnächst unser Traktor hier sich nicht festfährt. So. Das ohne Futter drauf drin und daher haben wir da auch schon, wie das es schafft. Also, dass wir jetzt nicht umkippen. Dann müssen wir gleich mal den annehmen. In der Hoffnung, dass wir jetzt wieder rauskommen. Und da sind wir auch schon mal draußen. Ist halt klein und wendig und leicht. Und dann lässt man dich nochmal ab und nappen uns jetzt noch den Schwung. Das wollte ich noch sauber haben, wenigstens hier. Und jetzt haben wir uns schon mal festgefahren. Na, klasse. Aber irgendwie kommen wir schon mal raus. Da sind wir auch schon mal draußen. So, jetzt machen wir die auch noch leer. Dass unsere Kühe wirklich glücklich sind. Aber es steht hier hinten alles. Und stellen unseren kleinen Weidemann mal schnell zur Seite. Dass wir hier ein bisschen was machen können, unsere Tiere wenigstens glücklich haben. Also werden wir mit denen ja demnächst noch ein bisschen was hantieren müssen, weil so, er steht ja noch hier unten, also haben wir jetzt erstmal eine Stallsäure gemacht. Und daher heißt es, Matzmann spielt im Stall. Und jetzt heißt es demnächst, wir müssten noch ein bisschen was Zeug ranholen und daher werden wir uns gleich darum kümmern. Dass wir unseren Hof einmal sauber kriegen, unseren Händler frei kriegen, dass wir da ein bisschen, wie ist das, Platz kriegen. Wir müssen uns halt noch einen Traktor schnappen und erstmal Wasser fahren, noch für die Kühe. Ja, die wollen hier Wasser haben, die Küchen. Das ist einfach nicht so in den Stall gefahren, denn das Wasser müssen wir auch woanders fahren. Und daher werden wir uns gleich die Wasserfässer schnappen und gleich mal eine Runde Wasser fahren für die Kühe. In der Zeit. Aber ich sehe schon wieder, also das wird im nächsten Part passieren. Also machen wir jetzt einmal noch unseren Weizen fertig, dass wir hier ein bisschen was schaffen. Aber nun heißt es, unsere Drescher erstmal ansteuern, dass wir die wenigstens leer bekommen. Dass die weiterarbeiten. Aber da fangen wir erstmal mit denen da drüben an, weil dann haben sie auch die Ecke weggeschnitten, weil wir den anderen dann wegnehmen. Aber nun machen wir erstmal hier die Fläche noch sauber. So, da sind wir auch schon dabei, den hier beim ersten Fortschritt laden wir uns die Fuhre auf, dass wir hier wenigstens die Ecke noch sauber kriegen. Und da ein bisschen hier angekommen, müssen wir uns halt mal ein bisschen sputen. Dann fahren wir den anderen gleich noch an und dann heißt es, ich denke mal, zeitnah hier fertig werden. Und daher ist es gleich zeitnah fertig werden, wenn es eigentlich abgetankt ist. Da starten wir uns gleich den nächsten, dass es hier weitergeht. Dass wir hier wenigstens ein bisschen Fläche noch schaffen, zeitnah. Ist halt nicht viel, ich weiß, aber ist es. Und daher lassen wir es mitmachen. In Hoffnung, dass die Drescher denn zeitnah fertig werden.
zeitnah heißt. Wird noch eine Weile dauern. Aber nun sind wir ja ein Stückchen weiter. Und ist ja schon wieder Mitte der Woche. Habt also schon fast das Wochenende wieder erreicht. Daher habt ihr es gut. Aber jetzt machen wir noch schnell die Fuhre voll. So, der ist auch fertig. Und daher fahren wir gleich den nächsten noch an. Und nehmen den da vorne gleich mal weg. Bevor er sich komplett umdreht. Und setzen den gleich neu an. Jo, machen wir auch. Weil sonst haben sie sich gleich wieder im Wickel. Und das wollen wir nicht gerade riskieren. Dann schneidet unser Bester hier mal gleich neu an. Dass wir hier noch einen schönen sauberen Anschnitt haben auf der Fläche. Ja, das ist ein bisschen wenig, mein Bester. Dann stehst du jetzt gleich wieder. Könnte schon reichen, oder? Mähst du? Oh. Helfe rein und lass ihn laufen. So, aber es läuft wieder alles. Da werden wir uns gleich nochmal schnell einkaufen müssen, weil uns noch der Traktor fehlt fürs Wasserfahren, dass wir hier noch ein bisschen was erreichen. Also holen wir uns schnell noch den Traktor. Und zwar hier. Hier oben steht alles hinten auf die Mods, alles ganz hinten. Ja, wir haben auch. Oi, was haben wir da alles noch Schönes? Aber wir werden uns dich noch schnappen, oder? Die Raupe brauchen wir eigentlich nicht. 29, 131 Liter. Was kostest du hier, Cetro? 130, 120 PS. 65.000 ist halt ein bisschen viel. Mein Bester. 51, 9. Also probieren wir mal mit dich was aus und nehmen dich sogar. Und wird abgeholt, können wir abholen. Das haben wir schon geschafft. Daher heißt es demnächst. Demnächst mal mit denen losfahren, die Hänger wegfahren und dennoch das zusätzliche Gerät holen. Was wir zeitnah noch brauchen, und zwar für hier. Also lasst ihr euch überraschen, was wir als nächstes noch machen. Aber ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Na gut, ein bisschen haben wir noch, werden wir noch den abfangen hier und dann heißt es auf Wiedersehen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Aber es wird, heißt es hier erstmal hochfahren, den Berg hochkommen. Das wird noch ein Spaß werden. Und somit sind wir auch fast oben schon wieder am Berg angelangt. So, dann werden wir uns gleich mal um dich noch kümmern müssen, weil du nämlich bald voll bist und daher lass man dich noch ablaufen. Halten dich jetzt an, tanken dich ab. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Matze 85 LP. Tschüssi. Und stellen wir jetzt noch einen Traktor um, dann tschüssi.